So, meine lieben Freunde und Gefährten, heute befinden wir uns im wunderschönen englischen Garten von München und heute befragen wir die Leute doch einfach mal, was sie so bereuen. Und falls die Frage ein bisschen zu persönlich ist für die Leute, werden wir das Ganze so umändern, dass ich es verpacken werde und sie fragen werde, wenn sie eine Zeitmaschine hätten, ob es ein Ereignis geben würde, was sie gerne in ihrem Leben ändern würden. Und ansonsten freue ich mich sehr krass auf die Antworten. Schauen wir mal, ob sich ein paar dazu bereit erklären. Ich freue mich schon und dann würde ich mal sagen, bis gleich. Ja, ich glaube, es läuft schon. Okay, cool. Dann erstmal vielen Dank, dass du mitmachst. Dein Name nochmal für die Kamera? Nicole. Also Nicole, okay. Und das heutige Thema, du hast es ja schon hinter der Kamera gehört, geht so darum, was bereust du in deinem Leben? Was bereust du? Also da gibt es sicher noch tiefgründigere Sachen, aber was mir so ganz spontan jetzt einfällt, ich habe mal in der Mensa, in meiner Schule, in der Schlange, ich kannte den, ich habe immer jemanden gehauen dann, okay. Und dann durfte ich irgendwie eine Woche nicht mehr in die Mensa gehen und das weiß ich, das habe ich in dem Moment sehr bereut. Und wieso hast du ihn eigentlich gehauen, wenn ich fragen darf? Puh, keine Ahnung. Weiß aber nicht mehr. Das war mein Nachbar, aber ich habe den einfach so gehauen, glaube ich. Okay, sehr, ja, tiefgründig auf jeden Fall. Das war eigentlich auch schon alles gewesen. Danke, dass du mitgemacht hast. Ja. Kurzes Quiz an dieser Stelle an die Münchner. Worum handelt es sich hier? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist keine exotische Erdbeere, sondern, sagst du es mir? Richtig, das ist die Spitze von dem Monopteros. Das macht mir echt immer auch Spaß, mit der Kamera rumzuspielen. Ja. Yeah. Erstmal cool, dass du dich dazu bereit erklärt hast, mitzumachen. Sehr da ist gerne. Sogar jemand auf mich zugekommen. Ja. Endgeil. Und da ist einfach mal die Frage. Ja, wenn du eine Zeitmaschine hättest, wenn du in die Vergangenheit zurückschauen könntest oder etwas ändern könntest, was wäre das? Also wir hatten uns ja vorne einmal kurz drüber unterhalten. Ich glaube, ich wäre gerne früher auf die Idee gekommen, alleine zu reisen, weil ich merke, das ist irgendwie, ich bin kein spiritueller Mensch, aber ich merke gerade spirituelle Erfahrungen und das ist irgendwie ganz, ganz interessant und ein bestimmtes Erlebnis. Ich hatte mir damals einen Bus gekauft, den ich dann auch ausgebaut habe und ausbauen lassen habe. Und ich hatte mich damals nicht getraut, alleine zu reisen, weil das ist ja dann doch, ich hatte das irgendwie mal irgendwie für eine Woche lang gemacht und dann hatte ich aber eine Tour über mehrere Wochen, wo ich dann durch Skandinavien gefahren bin. Okay. Und das hätte ich gerne anders gemacht, weil ich hatte dann niemanden dabei, aber das war... Boah, wenn der das hört! Bitte schau weg, ne? Aber nee, das ist so... Ja, ich glaube, das hätte ich gerne früher alleine gemacht, weil man da einfach nochmal ganz anders auch zu sich selbst findet. Das klingt ja immer so wie so ein Sprüchetagebuch. Nein, überhaupt nicht. Das predige ich ja auch schon die ganze Zeit in die Kamera. Ja, deswegen hier, support Davids Traum. Ja, cool, cool. Nee, und das ist, merke ich gerade, ich bin allein in München und komme aus dem hohen Norden und einfach mal auf die Leute auch zugehen, ne? Und einfach mal hören, was die machen. Ich war alleine in einer Ausstellung, wo es dann auch darum ging, zuzuhören, den Menschen auch mal zuzuhören und auch von älteren Menschen zu lernen oder auch von jungen Menschen zu lernen. Und das ist gerade von älteren Leuten, das ist sehr interessant, was du sagst. Ich sehe so alter oder ältere Leute immer wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein wandelndes Lexikon, nicht Lexikon ist das Falsche, sondern wie so ein wandelndes Geschichtsbuch. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, weil jeder seine ganz eigene Geschichte hat. Vor allem diese Geschichtsbücher sterben langsam aus. Deswegen redet auch ab und zu mal mit den alten Leuten oder vielleicht gerade mit eurer Oma, Opa, was auch immer. Wenn ihr das Privileg habt, noch ein Familienmitglied zu haben, das so alt ist, dann macht's das. Ja. Kann ich unterstützen, ja. Cool. Dann freut's mich auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Ja. Danke dir, gell? Sehr gern. Und dir auf jeden Fall auch noch viel Erfolg. Wie heißt ihr denn? Luna. Luna, okay. Marc. Marc, freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin der David. Und zwar geht es heute um das Thema, wenn du eine Zeitmaschine hättest, in deinem eigenen Leben, würdest du etwas ändern, wenn du die Zeit zurückbringen könntest? Und wenn ja, was wäre das? Ich glaube, Corona, ich würde anfangen, für Schule zu lernen. Also was für Schule zu tun. Aber wie alt bist du denn? Ich glaube, es ist noch nicht zu spät. 15. Ja, das passt schon. Und bei dir, wenn ich fragen darf, Marc? Also ich würde gerne mehr Zeit mit meiner großen Schwester verbringen. Also die ist leider verstorben, auch in dem letzten Jahr. Okay. Also ich wäre auf jeden Fall zurückgegangen und hätte mit der mehr Zeit verbracht. Ja, safe, krass. Heftig. Wie alt war denn deine Schwester, wenn ich rein darf? Sie war 30. Okay, heftig. Ja, dann mein Beileid auf jeden Fall. Und ist natürlich ein Grund, den man nachvollziehen kann. Dann würde ich sagen, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Du kannst dir dein Lachen gar nicht mehr zurückhalten, glaube ich, gell? Okay. Nee, und freshes Fit hat der Junge. Schau mal deine...
Zeig mal deine Schuhe in die Kamera, komm, hier. Fresh, schau dir den Boy an, fresher Junge und so. Kommt ihr aus München? Ja, bei dem Grund auf jeden Fall, was der Marc gerade gesagt hat. Das kann dem einen oder anderen, inklusive mir, auch ein bisschen einen kleinen Gedankenanstoß geben. Und zwar, dass man die Zeit mit denen, die man noch hat, einfach wertschätzen muss. Und es könnte einfach morgen schon vorbei sein. Deswegen, nutzt die Zeit. Zum Beispiel auch ein Bild von Insta heißt von mir, Time is an unbeaten opponent. So, die kannst du nie besiegen, die Zeit. Wisst ihr, was gerade sehr interessant war und sehr witzig? Ich frage gerade so zwei Personen, die gerade in so irgendwie so einem Deep Talk waren. Hey, habt ihr vielleicht Lust, bei einem Gespräch kurz bei einem Interview mitzumachen? Es geht um das Thema Zeitreise. Und dann meinten die so, ich weiß nicht, aber wir haben doch gerade über dieses Thema geredet. Und, also die waren gerade mitten einfach. Genau das, was ich gerade interviewen will, haben die besprochen. Ich fand es irgendwie interessant. Hey, möchtet ihr mitmachen beim Interview? Nein. Erstmal danke auf jeden Fall, dass du mitmachst. Dein Name? Adrian. Adrian, okay, cool, freut mich. David mein Name. Und die heutige Frage ist, was bereust du oder gibt es irgendwas in der Vergangenheit, was du gerne ändern würdest in deinem Leben? Also ich würde gerne einfach so 10, 15 Jahre zurückreisen, weil meine Familie kommt aus dem Irak. Und ich würde einfach gerne ändern, dass da kein Krieg wäre und ich einfach mein Heimatland gerne kennenlernen würde und die Kultur dort. Ich konnte das leider nicht, weil es dort Krieg gibt seit mehreren Jahren schon. Und mit wie vielen Jahren oder bist du hier in Deutschland geboren oder? Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber meine komplette Familie kommt halt aus Irak. Und ich konnte mein Land halt deswegen nie kennenlernen aufgrund des Krieges. Und ja, ist natürlich schade, weil du jetzt gerade selber gesagt hättest, du würdest es gerne irgendwie ändern. Ja. Glaubst du, du hättest irgendwie einen Teil dazu beitragen können? Ich denke, ich hätte zwar keinen Teil dazu beitragen können, aber ich denke, die Generation vor mir hätte einen großen Teil dazu beitragen können. Vielleicht kannst du ja mal in der Zukunft oder so vielleicht irgendwie sowas damit arbeiten oder so. Auf jeden Fall. Ja, nice, cool. Aber dann freut es mich auf jeden Fall schon mal, dass du mitgemacht hast, ja? Warte, gehen wir ein bisschen so zurück. Warte mal. Okay, passt das? Ja, komm. Gehen wir noch ein bisschen näher? Ein bisschen näher, ein bisschen näher. Passt. Perfekt, gut. Dann ich mache einfach so. Okay, erstmal freut es mich auf jeden Fall, dass du mitmachst. Dein Name? Ich bin die Tani. Die Tani, okay, cool. Freut mich. Und die heutige Frage ist, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, gibt es da irgendein Ereignis, was du gerne ändern würdest? Ich glaube, so pauschal würde ich gar nichts ändern, weil ich momentan an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich eigentlich ganz zufrieden bin. Und ich denke, wenn man so mit der Vergangenheit messt, dann messt es wahrscheinlich auch die ganze Zukunft ab. Deswegen. Du siehst auch sehr happy aus, muss man sagen. Dankeschön. Ich bin auch sehr happy. Bisschen gestresst, aber sehr happy. Okay, cool. Also du würdest einfach gar nichts ändern. Du würdest so beibehalten, oder? Nee, ich glaube, ich würde es so beibehalten, ja. Ja, cool. Willst du dein oder euer Insta noch in die Kamera sagen? Klar, also wir sind YXNow. Also unser Instagram-Account ist yxnow.crew. Wir sind eine K-Pop-Tanzgruppe aus München und wir sind hier gerade am Drehen mit Eclipse Dance Crew Munich. Und ja, wenn ihr wollt, folgt uns doch auf Instagram und YouTube. Wir Fresh! Ja, cool. K-Pop-Cover-Tanz. Ja, cool. Gehen wir noch busy zurück, oder? Dann bin ich auch noch auf dem Perfekt. Perfekt, sehr gut. Läuft jetzt soll ich mal? Sie angucken? Wie sie sich wohlfühlt, alles gut. Lassen wir das Interview starten. Zuallererst danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, beim Interview mitzumachen. Ihr Name? Mein Name ist Jens Korsen. Auch gerne mal, wenn ich Werbung für Sie machen darf, einfach mal im Internet eingeben. Werbung habe ich gar nicht mehr nötig, aber damit die Leute so meine klugen Äußerungen einordnen können, dürfen Sie sagen, dass ich Psychologe bin und dass ich Menschen seit 50 Jahren helfe, ein besseres Leben zu führen. Das haben wir hiermit eigentlich auch schon getan. Und dann die Frage an Sie heute, wenn Sie in die Vergangenheit reisen könnten, gibt es da irgendwas, was Sie vielleicht persönlich besser machen würden oder etwas ändern würden? Ob es da irgendwas gibt? Das ist interessant, dass Sie das mich gerade heute fragen, weil ich glaube, vorgestern, noch morgens im Bett, quatsche mit meiner Frau immer noch so eine halbe Stunde und dann kam sie wieder darauf, dass es doch irgendwie von mir sehr lieblos gewesen sei, wie ich sie geheiratet habe. Wir sind jetzt 43 Jahre verheiratet und das hat die mir immer so mal wieder so alle Jahre mal gesteckt, dass das allerhand gewesen sei. Ja, ja gut, jetzt muss ich natürlich erzählen, wie ich sie geheiratet habe. Ja, alles gut, gerne. Ich bin mit ihr um 11 Uhr zum Standesamt gefahren. Meine Trauzeugen waren mein Kollege und meine Sekretärin.
Oh, die Sekretärin, okay. Ja, die war die Trauzeugin. Ja, also nicht eine junge, sondern... Nein, alles gut. Und dann sind wir zurückgefahren. Dann hat unsere Zugefrau uns ein schönes Frühstück gemacht, spätes Frühstück, Weißwürst. Und dann bin ich um 16 Uhr wieder in die Praxis und habe wieder gearbeitet. Und das tut mir wirklich leid, ja. Okay. Obwohl ich könnte anstatt leid sagen, weil das bringt nicht so viel, dann würde ich mich ja gar nicht ändern. Ich würde eher sagen, das würde ich heute besser machen. Also ich würde heute... Ein größeres Fest vielleicht, oder? Ah, ich würde sagen, Julia, all deine Freunde, ich habe noch nicht mal meine Mutter angerufen und gesagt, ich heirate. Ja. Also wir würden die Eltern einladen, oder die Mütter vielmehr, der Vater war schon tot. Und ein großes Fest, Julia, und wo willst du das haben? Ja, im Süden. Okay, dann machen wir das im Süden. Ja, und das fand ich wirklich von mir nicht sehr rücksichtsvoll und, ja, wie sie sagt, lieblos. Und schön, dass Sie mich heute ansprechen, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich sie nochmal heirate, es anders mache. Ja, genau, sehr gut. Dann Dankeschön für den Beitrag auf jeden Fall. Ja. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen sehr angenehmen Tag. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Oder haben Sie vielleicht noch einen Tipp an die Jugend? Irgendeinen Tipp? Ein Tipp fällt mir ein, dass man zu 100% verantwortlich ist für seine Gestimmtheit. Nicht deine Freunde, nicht dein Mann, nicht dein Chef macht dich traurig, sondern nur du mit deinen Erwartungen und deinen Vorstellungen machst dich traurig. Wenn du das festhalten könntest, bist du kein Opfer mehr. Mein Gott, ich habe so viele Tipps. An sich sollte man bei YouTube nachschauen unter Jens Korsen, Corsen. Und da sind so viele Tipps und dann kann man sich die Podcasts anhören. Deshalb kann ich nicht einen Tipp sagen. Na super, super. Also dann, danke schön. Dankeschön, Dankeschön. Das mache ich erstmal jetzt hier aus, das Ganze. Oh, Sie haben einen guten Beitrag geleistet auf jeden Fall. Ich habe jetzt, glaube ich, nur 5 Leute vor die Linse bekommen. Ich muss das heute noch hochladen. Let it flow, let it flow, let it flow. Es hat mir heute mal wieder sehr Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Ein paar tiefgründigere Sachen sind ja dann auch bei rumgekommen. Es ist einfach wirklich ein Thema, wo man sich, glaube ich, nicht vor der Kamera wirklich offenbaren möchte. Weil es ja wirklich so ein bisschen die Hose runterlassen vor Kamera bedeutet, seelisch zumindest. Und ansonsten freut es mich auf jeden Fall sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Fetzt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Über ein Teilen des Videos würde ich mich natürlich extrem freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen, was ihr auch immer gerade habt. Abend, Tag, Nacht, auf Wiederbjörn.